Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey und wir haben unsere Quest hier bekommen gehabt, letzte Folge, was uns zu einem Kultisten führen soll. Also schauen wir mal. Bin gespannt. Delos und Mykonos, zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir nochmal vor. Söldnerin mit dem Adler, das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht hier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass oh, der das Wind ist die Quest, die wir gesucht unserer haben. Küste führt, Söldnerin. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Podarkes scheint ein grausamer Mann zu sein. Schlimmer noch. Ich hörte von einer Familie, die mit den Abgaben für die Götter im Rückstand war. Podarkes schickte seine Männer und raubte die Kinder aus ihren Betten. Als ihre Eltern aufstanden, um die Tiere zu füttern, bemerkten sie, dass die Tiere bereits gefüttert wurden mit den Leichen ihrer Söhne. Je eher ich dieses Monster zu Hades schicke, desto besser. Sogar Hades würde vor ihm erschaudern. Es ist nett hier. Diese Inseln haben eine Riesengeschichte. Wir haben keine Zeit, Barnabas. Ich meinte, Mykonos hat tatsächlich eine Geschichte, die mit Riesen zu tun hat. Apollon war einst mit Hyperboreern aus dem verschneiten Norden befreundet. Müssen wir jetzt auch gegen Riesen kämpfen? Sie zwei Jungfrauen und fünf ihrer Männer nach Delos, um dem Sohn des Zeus zu opfern. Sie wurden nie wieder gesehen. Und Mykonos? Die Insel besteht aus den Leichen der Riesen, die der legendäre Herakles erschlagen hat. Ich werde vergesslich. Was stand noch gleich in der Nachricht? Söldnerin mit dem... Die Kurzfassung, bitte. Podarkes, grausamer Herrscher, machtgierig, gute Bezahlung, Rebellen, das Volk leidet. Kannten wir doch schon, mussten wir da noch mal fragen. Egal. Ich sollte diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kefalenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, Chere, Cassandra. Chere, Barnabas. Alles klar. Oh, schon noch Schotter eigentlich. So. Also, wir beide das erste Versteck ist in der Höhle unterhalb der Stadt. Das war doch da. Westhaus? Nee. Mann, das war hier gewesen, ne? Der Insel gewesen. Einer war ja, ne, war ja die Höhle, die wir nicht fertig bekommen haben, ne? Und die war das wahrscheinlich. Nördlich des Atemzügels, also hier wahrscheinlich. Oh, okay. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Und schauen, was uns erwartet. Ja. Paradiesische Probleme. Und das hier eigentlich lesen? Das ist, was da steht. Schauen wir mal. Ach, hier, noch eine kleine Serumfahrt vielleicht. Kleine Venedig.
Da ist das Rebellenversteck. Aha, weiß ich doch. Ich hab mir das ja schon gedacht, ich kenne die Insel, ja. Also es ist dann wieder erstaunlich eigentlich, dass dann das Spiel mir doch. Gut, diesen Ort habe ich mir nur gemerkt, weil es halt verbuggt war, ne? Als ich mir dann trotzdem Orte echt gemerkt habe. Ich bin erstaunlich. Ich glaube mal. Das Versteck wird wahrscheinlich eh nichts sein, von daher. Dann schauen wir mal. Zu Nilziege. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Warte mal. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Daneben. Willst du spionieren, Athenerin? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. In einer schmutzigen Verkleidung. Das war mal ein guter Witz. Geil. Ich bin kein Spionin, ihr seid Rebellen. Ein Haufen Betrunkener. Ich bin eine verkleidete Göttin. Sehe ich etwa aus wie eine Spionin? Rodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Mir fällt gerade auf, dass die Nebenquests gerade mehr Story haben als die Hauptquest, ne? Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. So ein kleiner, leichtfüßiger Soldat mit einer Axt. Unwahrscheinlich. Haben wir es jetzt noch nicht gesehen. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich tauchst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist die Söldnerin mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athener-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Du hast von Podarkes geschrieben. Ich werde ihn finden. Sein Haus ist an der Küste, nördlich der Stadt Mykonos. Aber er wird schwer bewacht. Wir sind nie ohne schwere Verluste auch nur in seine Nähe gekommen. Deshalb habe ich dich gerufen. Ich dachte, Delos sei das Herz des Delisch-Attischen Seebundes. Athens ganzer Stolz. Waren wir. Bis Athen die Seebundkasse von Delos fortschaffen ließ. Wieso? Um eine Statue von Athena zu bauen, die Apollon beleidigt. Das Volk hat Podarkes angefleht, den Schatz nicht den Athenern anzuvertrauen. Doch seine Machtgier hat ihn für die Wünsche des Volkes taub gemacht. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an die mächtige Kassandra gewandt, sondern auch an Sparta. Podarkes hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athena Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athena zu töten, bist du die Betrunkene. Alles klar. Dann folgen wir mal. Attacke! Haha, aber der Witz gerade mit dem Dolch und dem Betrunkenen umgibt. Ja, gut. Sowas sollte öfters in dem Spiel vorkommen. Warum gibt's das so selten? Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner.
Sollen sie irgendwie verteidigen oder was? Okay. Was ist das? Oh, mein Pferd ist wohl irgendwo gekommen. Tja, dein Überfall. Du hast gemerzt. Ups. Ella. Ich bin ja wirklich alles von mir. Das kann doch auch alles sein, ne? Fährt jetzt tot oder was? Okay, Töter hat er noch. Das sollte ich ihn kriegen. Hat aber lange gedauert, bis er tot ist. Mein Loot. Da kommt das Blut in Wallung. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Ich bin Spartaner. Gehen wir. Gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiaten? Das war ich, aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremde. Wie heißt du? Das ist Kassandra. Ich habe dir von ihr erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. Wahr? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena-Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Wie lange bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Kassandra, was glaubst du, was wir tun sollten? Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Hierher zu kommen war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht! Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Spartaner. Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Kassandra. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkes vorgehen. Man kann schaffen, hingehen und ihn selbst töten. Das wird eine lange Rebellion werden. Ja, habe ich auch die Befürchtung. Aber es gibt wenigstens dann wahrscheinlich ein paar. Ein paar mehr Level für uns. So, wo sollen wir denn hin als nächstes? So, sprich mit Tempel und hier haben wir
M wie Mord. Okay. Hier. Irgendwas bei ordentlich Stress. Okay. Weg des Tal. Okay, kann man verschiedene Wege dann wahrscheinlich einschlagen. Ach, hier haben wir noch ein paar Quests. Okay. Gut. Ja. Machen wir jetzt den weiter da? Oder machen wir den erstmal weiter? Dann haben wir den Typen schon mal weg, würde ich sagen. Kann ich nicht zerlegen, okay. Das ist ein Äxte hier, okay. Ein Söldner. Wer will jetzt schon wieder Stress von mir? Da, der da. Ist. Die Stadt zu. Okay. Ich verstehe, ein Stand strömt. So. Bitte, Podarkis. Ich will ihn einfach so töten. Ich lebe in einer Insel im westlichen Teil des Gasthofs. Helios, um ein paar Tageswachen zu schwächen. Warte mal. Gasthaus im Zwischenteil. Okay. Wahrscheinlich hier noch. Das ist er doch. Podarkis der Grausame. Ich jetzt auf ihn gehe und ihn töte. Habe ich dann das Problem, dass ich dann einfach. Story überspringe im Grunde. Interessante Story. Wir schauen mal, komm, wir töten ihn einfach mal und dann gucken wir mal. Entweder verpassen wir die Story dadurch oder nicht. Wenn es sehen. Aber eigentlich wird es wahrscheinlich dann draußen laufen, dass sie sich streiten, sage ich mal, und wir am Ende dann trotzdem einfach sagen, ja, haben wir schon erledigt. Auf geht's! Oh, oh, oh. Mal. Killen wir ihn einfach. Jetzt kriege ich dich, Podarkis. Ja. Machen wir es kurz und knapp. Was sagen? Ich werde schon noch von Wölfen angegriffen. Okay, das war's. Das sind da Wölfe. Oh, ist doch schon gut. Der Ort wird schwer bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Oh, wenn ihn ganz einfach ausschalten. Mal wird uns gar nicht kommen sehen, oder? Ah, bewegt sich. Wohin? Dahin? Das war für meine Familie, Malaka. Mit dem Sprechen? Okay. Und so mit dem Sprechen. Was ich tat, tat ich für den Ruhm von Delos. Du hast allein gehandelt und du wirst allein sterben. Wow. Okay. Besten besiegt. Alles gut. Wo sind wir gerade?
Level plötzlich an einem Ort. Was ist denn an einem Ort? Sind die jetzt immer noch? Oh. Die ist jetzt weg. Führer. Göttin der Jagd. Okay. Oh. Okay. Cool. Hat zwar jetzt nicht viel gebracht, so wo war er denn? Ah, ne? Ja. Fehlt ihr nur noch, letzte Odyssey fort. Nach Hinweisen, Kulis ging in einer Bucht an einer Plünderküste verloren. Ach, das habe ich glaube ich schon mal gemacht, ne? Den habe ich schon versucht zu finden, glaube ich. Den habe ich auch schon versucht zu finden. Puh. Wir haben 5 neue Schuhe bekommen. Athena Heldensatz. Okay. Data-Dolche. Weltkolben. Gut. Und wir haben Savarim allein gemacht. Tja. Gut, dann. Also, wir dürfen nicht mehr reisen, wo wir sind. Also. Kommst du denn schon wieder? Kommt denn immer alle her, ey? Ist ja schlimm. Zack. So. Den Loot nehme ich mal mit. Gut. Uns ist wahrscheinlich jetzt ein langweiliger Dialog gespart, aber. Ja, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und dann schauen wir, was noch so abgeht hier auf der Insel, immer noch ein paar Nebenquests zu erledigen, wo die uns ja jetzt momentan eigentlich nicht weiterbringen würden, aber gut, wir schauen trotzdem mal. Also, haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever, ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision.
Are you afraid of the dark?